Kommst in die Lichtung und siehst eine Gruppe kleiner Vatana in einem großen Kreis dastehen. Sagani schaut von dem Adra-Figürchen zu den Jägern und versucht eine Verbindung herzustellen. Währenddessen drehen sich die Jäger um und bemerken dich. Die Bogen werden gezogen. Natürlich, was sonst? Was machst du hier? Kommt einem von euch der Name Persok bekannt vor? Immer mit der Ruhe, wir suchen nur nach jemandem. Wir suchen nur jemanden. What business does an Estremor have with the Fangs? Das ist doch Tyrons Synchronstimme. Sie treten zur Seite und wenden sich dir zu, und als sie das tun, siehst du hinter ihnen etwas auf dem Boden liegen. Inmitten der Fahnen liegt ein weißer Hirsch, sein brillantes Fell wird von dunklen Blutsflecken verunstaltet, und seine Flanken zittern mit schnellen, flachen Atemzügen. Du spürst eine Gegenwart in dem Biest, etwas Uraltes und Vertrautes. Bevor du aber sprechen kannst, stürzt etwas zu Boden. Du siehst nach unten und erblickst den Adra-Bär, dessen helle Augen flackern. Auric's Shadow. Sagani schließt zu dir auf, ihre weit aufgerissenen Augen starren auf den sterbenden Hirsch. Ich finde es übrigens voll süß, wie, obwohl man noch gar nichts gesehen hat, sie alle sechs, mit Itomak natürlich, richtig bestürzt und besorgt dahin gejoggt sind, um jetzt diesen sterbenden Hirsch zu begutachten. Ihr Verstand, voller Schmerz, eine so lange Reise, nur um dies zu finden. Ja, steckt noch den Finger in die Wunde. Als einer der Jäger einen Schritt vorgeht, hebt Sagani ihren Bogen, in dem ein Pfeil angelegt ist. Any closer and you'll bleed out next to him. Ihre Stimme ist leise und bebend. I never thought I'd prepared myself to meet a stranger. To share the honor and history of my village with someone who had no knowledge of us. Even someone who'd scorn our way of life. Nichts sagen. Also willst du mir jetzt nur beim Sterben zusehen? Beende es, bevor es zu spät ist. Was auch immer sie beenden soll. Wenn du das tun willst, musst du dich beeilen. Ja, also wenn du ihm helfen willst, dann jetzt aber noch schnell. I was going to tell him about the years of abundance in Masuk. How his granddaughters have hunted caribou and his grandsons made our walls strong. But he'll be gone in minutes. Ja, ich fürchte, das ist nicht die Zeit, um über all die Jahre zu erzählen. Es spielt keine Rolle, was du sagst. Er liegt im Sterben und du tust es für dein Dorf. Also, ich weiß ja nicht mal, ob er das als Hirsch jetzt so wirklich versteht, aber naja. Erinnere ihn an seinen Einfluss auf Masuk. Erzähl ihm von seiner Familie. Vertrau auf deine Instinkte. Für mich ist Sagan ja ein Familienzwergin und deshalb sage ich ihr immer, dass sie von seiner Familie erzählen soll, weil ihre Familie so super wichtig ist und das passt und finde ich ganz gut. Also erzähl ihm von seiner Familie. Sie kniet sich neben den gefallenen Hirsch hin, legt ihm ihre Hand auf den Kopf und beginnt zu sprechen. Sie erzählt Persok von den Familien, die seine eigenen Kinder gegründet haben. Ich könnte mal wieder mein Krönchen aufsetzen, das habe ich irgendwie ganz vergessen. Und von seinen Söhnen und Töchtern, die selbst zu einem gesehenen Ältesten geworden sind. Sie beschreibt die Jagden, die seine Enkelinnen geführt, die Häuser, die seine Enkel erbaut und die Dutzenden Urenkel, die sie gezeugt haben. Da hat sie aber in ein paar Minuten noch ziemlich viel untergekriegt. Gut, dass sie nicht noch mehr erzählt hat. Schließlich stößt der Hirsch einen letzten bebenden Atemzug aus und liegt dann still. If you've finished your chanting, we need to get to work before the meat spoils. Hey, das ist ein besonderer Hirsch. Zeig mal Respekt, du. Have you no respect? A great soul inhabited this body. Sie schaut mit grellem Schrecken und Zorn in ihren Augen auf, um das matte Adra-Figürchen. Genau, was die Sagani sagt. Verhalte dich mal respektvoll hier. And it's gone now. What's left is our kill. Oh, nein. Schweigend beobachten,
Schuldest Sagani eine Entschuldigung? Sagani sind unsere Zeit nicht wert. Noch so ein Kommentar und dann kannst du dich gleich neben ihn legen. Oh, das würde ich gerne sagen. Wie kannst du so rücksichtslos sein? Genau. Das ist voll respektlos gegenüber der Seele, die in dem Hirsch drin war und der Sagani, die gerade sehr bestürzt ist und traurig und überhaupt. Coming from people who revere stones and long dead Audra. Zieh dir ja. Sagani geht jetzt, glaube ich, gleich in Rage-Modus. She slanders the builders. Oh, buhu. Sagani, das ist kein Blutvergießen wert, aber wir wollen doch einen Kampf. Lass uns alle schön ruhig bleiben. Es gibt keinen Grund für einen Streit. Diplomatisch. Resolve 16, einschüchtern. Wenn euch euer Leben lieb ist, werden... Was? Werdet ihr uns jetzt allein lassen? Hast du so schnell all das vergessen, was ich für die Fangs getan habe? Sagani, du hast noch toll ausgeführt, lass ihnen das ihre. Was tun denn die einzelnen Optionen? Ah, so kann ich nochmal Reputation mit den Fangs verlieren. Okay. Gut, dann ist es aber auch eigentlich relativ egal, was ich nehme. Also das will ich nicht. Also was ich alles für die Restszene getan habe. Ich habe einmal jetzt die Sache mit dem Bären und der Löwin. Das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Ach komm, dann nehmen wir einschüchtern. Also wenn euch euer Leben lieb ist, dann haut ihr jetzt ab und lasst uns mit diesem Hirsch alleine, sonst liegt ihr euch daneben. You Estramorin are full of useless talk. Dann hauen wir uns halt. Das mit dem Einschüchtern hat aber richtig gut geklappt. Die fühlen sich gerade voll eingeschüchtert, habe ich das Gefühl. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte doch Utemak anwählen. So, das wollte ich. I'm here. Ah, steht ihr schön. Fireball. Das sind ja gar nicht mehr so viele Viecher, die leben, ne? Okay. Ja dann, keine Ahnung, dann halt so. Durance? Ach, Durance ist festgefroren, okay. Na gut. So, hier da, den da und da, den da? Musst du eigentlich so nah ran? Du hast eine Fernkampfwaffe, Mäuschen. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
Das ist übrigens die, die dauernd damit krittet und mindestens 50 Schaden jedes Mal macht. Absolutely. Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass die Sagan jetzt da nochmal drüber reden will. Nicht? Aber die stellen uns mal auf die Leichen und fragen nochmal nach. Dein Ruf bei den Fangs hat sich verschlechtert. Ja, sehr gut. Wie sieht er jetzt aus? Schwach gemischt. Was soll denn gemischt sein? Schön. Ready, Watcher. A deer in the middle of Air Glonfoth. Ah, sie würde doch reden. Sie hat es mir nicht angezeigt. To think I spent so long searching for that poor beast. Whatever Persok becomes next, I doubt he'll remember any of this. And yet those 5 minutes with him were more than I've spent with my family in 5 years. Aber ab jetzt kannst du zu deiner Familie nach Hause zurück, Sagani. Klingt danach, als hättest du eine neue Perspektive. Setze den Wert deiner Taten nicht herab. Ein Jummer. Setz mal nicht den Wert deiner Taten herab. Das war für dich wichtig und du hast das voll toll gemacht. Und ja, das ist zwar blöd, dass du deine Familie dann nicht gesehen hast. Also für die Familie bestimmt auch. Du hast deine Jagd abgeschlossen, wie es Tradition ist, und du hast es voll gut gemacht. I'm sure Masuk will talk about my Tarnak Ilitsak for years to come. And by the time I've had my fill of blubber and fermented milk, I'll tire of telling the story. But that's what it'll be to the rest of Masuk. A story. And I'll just be a figure in it. It's Kalu, Yakona, Najuo, and Malak who know me as more. Ja, und das ist doch das, was zählt. What about you, Watcher? Do you know why you're searching for Theos? Weil er die Antworten auf all meine Fragen hat oder so ähnlich. Ich muss erfahren, was in meiner Vergangenheit passiert ist und warum mich das jetzt verfolgt. Theos zu enden wird mir Frieden bringen. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich muss das Böse beheben, das er im Tierwort angerichtet hat. Es gibt einen Sinn, aber ich muss ihn finden, um meine Seele zu bewahren. Ja, ich muss das Böse, was er dem Tierwort antut, stoppen. Denn die alte Wohltäterin. That would bring hope to many people, Watcher. I hope you're able to accomplish it. Anyway. Theos isn't getting any closer. I suppose we'd best keep after him. Nee, der steht ja in Sun and Shadow und wartet auf mich. Das erste Mal, als ich dieses Spiel durchgespielt habe, bin ich ja irgendwann hier in Twin Elms nicht weitergekommen und habe dann halt quasi nachträglich, hat mein Hase, mir die DLCs geschenkt und dann habe ich die DLCs dann halt noch dazwischen geschoben, habe die gespielt. Dementsprechend. Ja, ist okay, Bibi. Dann leg dich dahin. Ja, ist in Ordnung. Ja, du bist süß. Ja, dementsprechend war ich schon in dem Gebiet, wusste schon, dass Theos irgendwie in diesem Sun and Shadow sitzt und da wartet und ich dahin muss. Und bin dann erst nochmal in den White March und hab da den White March 1 DLC. Bin dann zurück nach Hause, hab den White March 2 DLC gemacht und dann, als ich mit meinem Schneeausflug fertig war und Theos, glaube ich, mehrere Monate da in Sun and Shadow gesessen und auf mich gewartet hat, dann bin ich ihm dann auch hinterher. Ja.
Ich möchte noch was anderes sagen. Nee. Wir haben nichts mehr zu reden. Ich habe nichts mehr mit Zagani zu reden. Was Zagani ist doch so süß. I'd be glad to. Seht, ich habe dir erlaubt, dich dahin zu setzen, aber dann tu mir wenigstens nicht ganz so schlimm weh, okay? Ich brauche jetzt nicht überall deine Krallen. Reicht, dass du mir mit der einen Pfote gerade das Bein perforierst? Da muss jetzt keine zweite Pfote dazu kommen.